Es sind apokalyptische Bilder. Die Waldbrände an der Westküste der USA haben schon jetzt weitaus größere Flächen zerstört als die Feuer der letzten Jahre. Und doch breiten sie sich immer noch weiter aus. Das Ausmaß ist selbst für die an Brände gewohnte Region außergewöhnlich. Inwieweit hängt diese Entwicklung mit dem Klimawandel zusammen? US-Präsident Trump mag das verneinen. Doch Fakt ist, die Waldbrände in Kalifornien werden von Jahr zu Jahr dramatischer. Hallo und herzlich willkommen. Seit Mitte August wütet im Westen der USA das Feuer. Inzwischen brennt es entlang der gesamten US-Pazifikküste, von der kanadischen Grenze im Norden bis zur mexikanischen im Süden. Neben Kalifornien weiten sich die Feuer mittlerweile auch auf die Bundesstaaten Oregon und Washington aus. Zahlreiche Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Die, die früh genug ihre Häuser verlassen konnten, stehen vor dem Nichts. Zerstörung, soweit das Auge reicht. Von dieser Siedlung sind nur noch Ruinen übrig geblieben. Am Vortag brach hier das Feuer aus. Wie in Dutzenden anderen Siedlungen konnte die Feuerwehr nichts mehr ausrichten. Von der Grenze zu Mexiko im Süden bis hoch in den Norden, an die Grenze zu den Nachbarstaaten, wurden seit Mitte August über 900 Feuer gezählt. In vielen Siedlungen gibt's nichts mehr zu retten. Die meisten Siedlungen, die ich gesehen habe, sind bis auf die Grundmauern abgebrannt. Viele Leute haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Alles ist weg. Kleider, Betten, einfach alles. Auch ihre Katze sei in den Flammen umgekommen. Ihr Mann hätte gerade noch den Hund mitnehmen können. Jemand hat an die Tür geklopft und gesagt, wir müssen evakuieren. Er hat den Hund und etwas Hundefutter eingepackt und dann sind wir los. Wir haben gar nicht realisiert, was mit unserem Haus passiert ist. Satellitenbilder zeigen, wie schnell sich die Flammen ausbreiten. Nachts sieht man die glühenden Feuerherde neben den Städten besonders gut. Tagsüber versinken ganze Landstriche unter dickem Rauch. Seit Tagen glüht der Himmel orange, wie hier in der Nähe eines beliebten Ausflugsziels in der Sierra Nevada, wo über 200 Touristen mit einem Helikopter aus der Feuerhölle gerettet werden mussten. Wegen den immer schlechter werdenden Wetterbedingungen mussten wir sofort handeln. Wir hatten so viele Leute wie nur möglich in zwei Helikopter gepackt und in Sicherheit gebracht. Danach flog der Helikopter noch ein drittes Mal. So dramatisch die Szenen sind, die sich derzeit in ganz Kalifornien abspielen, man müsse sich wohl daran gewöhnen. Die Forschung sieht in den immer großflächigeren Bränden einen direkten Zusammenhang mit der Klimaerwärmung der letzten Jahre, sagt Klimaforscher Reto Knutti. Wir sehen eine klare Zunahme von großen Feuern. Die größten Feuer waren alle in den letzten 5 bis 10 Jahren. Das ist eine klare Folge der heißen und trockenen Sommer, die wir in Kalifornien hatten. Zurzeit werden in Kalifornien Rekordtemperaturen von 50 Grad gemessen. Das allein sei jedoch nicht der Auslöser der Brände. Die Hitze würde nur die Grundvoraussetzungen für die Brandgefahr erhöhen. Kalifornien hat wie viele andere Gebiete eine Tendenz zu sehr starker Erwärmung. Die 50 Grad, die wir jetzt beobachten, sind Rekordtemperaturen. Das heißt nicht, dass jeder Sommer bezüglich Waldbränden so extrem ist, aber es wird sich fortsetzen. Wenn man nicht durch die Klimapolitik die CO2-Emissionen massiv reduziert und die Klimaziele von Paris erfüllt, dann werden wir mehr davon sehen. Die Tendenz ist klar. Schon heute ist die Zahl der registrierten Brände im Vergleich zum Vorjahr massiv höher. Zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr wurden 4.000 Brände registriert. Jetzt sind es bereits über 6.750 Brände in Kalifornien und die Feuer wüten weiter. Um die Brandgefahr zu reduzieren, wurde großflächig die Stromversorgung abgeschaltet. Insgesamt stehen über 14.000 Feuerwehrleute im Dauereinsatz und versuchen rund um die Uhr, neue Brände zu löschen. Eine Sisyphos-Arbeit, bei der viele Feuerwehrleute physisch und auch psychisch an ihre Grenzen